Liebe Freundinnen und Freunde des Hamburg-Gitarrenfestivals, vom 29.10. bis 1.11.2020 werden wir hier in Hamburg wieder ein großes Fest rund um die Gitarre feiern. Wir haben die diesjährige Auflage ganz bewusst als Corona-Edition bezeichnet, weil wir damit einerseits signalisieren wollen, dass wir unbedingt Live-Kultur wieder ermöglichen wollen, dass sie aber unter ganz anderen Bedingungen stattfinden wird, als wir es bisher so kennen. Ein beherrschendes und vor allem wichtiges Thema ist das Hygieneschutzkonzept, welches in voller Länge auf unserer Website zu finden ist. Und wir werden jetzt in diesem Video die wichtigsten Details einmal vorstellen, die es für die Besucher und Besucherinnen des Festivals zu beachten gilt. Natürlich darf auch zum Hamburg Gitarrenfestival niemand kommen, der akut unter Fieber, Husten, Schnupfen oder anderen Symptomen leidet, die auf eine Infektion mit dem Covid-19-Erreger hindeuten könnten. Eine Teilnahme ist auch dann ausgeschlossen, wenn Sie sich 14 Tage zuvor in einem Risikogebiet innerhalb sowie außerhalb Deutschlands aufgehalten haben und kein negatives Testergebnis vorweisen können. Was ist nun in den Räumlichkeiten des Festivals zu beachten? Natürlich bei der Ankunft am Festivalort unbedingt mindestens 20 Sekunden die Hände waschen oder halt mit dem bereitstehenden Desinfektionsmittel desinfizieren. In allen Räumlichkeiten ist es Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, bis zur Einnahme eines festen Sitzplatzes, wo dann auch die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern eingehalten werden muss. Und da haben wir schon das Thema Abstand. Natürlich ist es bei allen Veranstaltungen, so wie im Foyer, im Treppenhaus und bei der Ausstellung, darauf zu achten, dass der Mindestabstand von 1,5 bis 2 Metern eingehalten wird. Wir werden die Bestuhlung in den Räumen auch genauso anlegen, dass das eingehalten werden kann. Und wir bitten Sie deshalb, diese Bestuhlung nicht selbstständig zu verändern. Auch wenn Sie gute Freunde oder Bekannte beim Festival treffen, bitten wir Sie darum, auf Händeschütteln oder Umarmung zu verzichten, denn diese Annäherungen sind einfach in der jetzigen Situation nicht angemessen. Bitte benutzen Sie in den Kursen und Workshops deshalb auch ausschließlich Ihre eigenen Instrumente, Ihr eigenes Zubehör, um einfach das Restrisiko einer Schmierinfektion zu vermeiden. Stimmen Sie Ihre Instrumente auch selber. Sollte sich das jetzt nicht immer vermeiden lassen, dann desinfizieren Sie diese ganzen Dinge nach Gebrauch unbedingt. Und zu guter Letzt sollten wir natürlich auch alle gemeinsam darauf achten, dass zwischen den Unterrichtseinheiten immer gut gelüftet wird. Bitte alle gemeinsam daran denken, dass wir das tun. Wir als Veranstalter sind, so wie alle anderen Veranstalter, auch dazu verpflichtet, die Kontaktdaten aller Personen, die sich auf dem Festival aufhalten, zu erfassen. Für Kurse und Konzerte ist dies schon beim Ticketkauf geschehen, aber für den Besuch bei der Ausstellung muss nochmal ein entsprechender Erfassungsbogen ausgefüllt werden. Dabei achten wir aber selbstverständlich darauf, dass die datenschutzrechtlichen Vorlagen alle eingehalten werden. Das waren jetzt aber auch schon all die Dinge, die es für Besucherinnen und Besucher zu beachten gilt. Mit diesen einfachen Regeln, die wir auch alle schon wirklich gut kennen mittlerweile, wird es möglich sein, das Hamburger Gitarrenfestival ohne Gefährdung für die Gesundheit aller Beteiligten stattfinden zu lassen. Aktuell hatten wir am 30. September mit einem Konzert bei den Hamburger Gitarrentagen einen sehr gelungenen Testlauf für Konzerte unter Corona-Bedingungen und bei dem haben sich unsere Maßnahmen tatsächlich sehr gut bewährt. Für die Konzerte haben wir die Saalkapazität von 370 Plätzen auf nur noch 84 Plätze absenken müssen. Dabei wird die Bestuhlung aber so flexibel gehalten, dass es Einzelplätze gibt, aber halt auch Stuhlblöcke von bis zu 4 Personen. Wo man dann mit einer Infektionsgemeinschaft, also Familien, Partner, Partnerinnen, Wohngemeinschaften und auch engsten Freunden sitzen kann. Und selbstverständlich ist es natürlich auch bei den Konzerten darauf zu achten, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern wieder eingehalten wird. Der Abstand von den Künstlerinnen und Künstlern zum Publikum wird sogar mindestens 2,5 Meter betragen. Um die Besucherzahlen so drastisch absenken zu können, haben wir uns für ein Doppelkonzert entschieden. Das heißt, jedes Konzert wird zweimal gespielt, jeweils eine Stunde ohne Pause. Dazwischen liegt dann wiederum eine Stunde Pause, wo die Stühle desinfiziert werden, das Publikum wechselt und auch ausreichend gelüftet wird. Ähnliches gilt natürlich auch für die Kurse und Workshops des Hamburger Gitarrenfestivals. Auch hier haben wir die Teilnehmerzahlen drastisch reduziert und für alle Unterrichtsräume ein entsprechendes Limit festgesetzt an Personen, die sich gleichzeitig darin aufhalten dürfen. Ist die höchste erreicht, dürfen weitere Personen natürlich erst dann eintreten, wenn im Gegenzug andere den Raum verlassen. Ich hatte eben gerade vergessen zu erwähnen, dass es auch keine Garderobe geben wird. Also Jacken und Taschen müssen bitte mit in die Räume, auch in den großen Saal, mit reingenommen werden.
Das heißt, in den Kursbereichen gilt es halt auch, die Abstandsregeln natürlich einzuhalten. Und wie Christian vorhin auch schon gesagt hat, wird es Lüftungspausen geben, die wir schon in den Stundenplan eingearbeitet haben. Und die müssen bitte eingehalten werden. Die 4 Vorträge haben wir aus Platzgründen alle in den Konzertsaal verlegt. Wobei dabei natürlich dieselben Berufsuchsregeln wie für die Konzerte gelten. Und die zeitliche Länge der Vorträge haben wir auf 60 Minuten reduziert, um damit eine zu hohe Aerosolkonzentration in den Räumlichkeiten zu vermeiden. Trotz Corona wird es auch dieses Jahr eine Ausstellung geben, zwar nicht mit 60 Aussteller und Ausstellerinnen, sondern mit 30, um halt einfach ausreichend Platz zu haben, um die Hygiene- und Abstandsregeln einhalten zu können. Auch diese Zahl bietet aber ein wirklich ausreichendes Angebot an Gitarren, Zubehör und Noten. Die Besucherinnen werden dann in diesem Jahr im Einbahnstraßensystem durch die Ausstellung geführt und wir bitten Sie natürlich, die vorgegebene Wegeführung unbedingt einzuhalten. Am Eingang müssen Sie, wie auch schon erwähnt, Ihre Kontaktdaten erfassen lassen und bekommen dabei eine Karte, ausgehend eine Checkout-Karte, die Sie am Ausgang des Festivals dann wieder abgeben werden. Das Helferteam wird stets überwachen, dass sich nicht zu viele Personen gleichzeitig in den Ausstellungshallen befinden. Sollte das Limit erreicht sein, dürfen erst dann wieder Besucher und Besucherinnen eintreten, wenn im Gegenzug eine andere Person ausgetreten ist. An den jeweiligen Ausstellungsständen sind dann die Aussteller selber dafür zuständig, die ganzen Hygiene- und Schutzmaßnahmen einzuhalten. Das heißt, Desinfektionsmittel und Sonstiges muss dort vorgehalten werden. Zwei Einschränkungen, die wir für den Schutz ihrer Gesundheit vornehmen mussten, sind so schade wie notwendig. Das ist einerseits, dass die Aktionsbühne nicht stattfinden kann. Da herrscht einfach viel zu viel Fluktuation, als dass wir ständig die Kontaktdaten und alle Hygienemaßnahmen einhalten könnten. Und wir können leider auch kein Catering im Café anbieten. Deshalb nehmen Sie selber ausreichend Proviant für die Festivaltage mit. Trotz alledem sind wir uns sicher, dass auch das 9. Hamburger Gitarrenfestival gerade im Jahr 2020 ein sehr besonderes und spannendes Festival werden wird, von dem wir dann auch später viel erzählen werden. Ganz sicher. Und ganz bestimmt werden wir uns auch noch mehr in die Musik hineingeben, vielleicht so hineinflüchten, werden die Konzerte, Kurse und Workshops noch intensiver erleben als sonst. Und dabei vielleicht auch so die ein oder andere Sorge vergessen können, denn welches Medium sollte das erreichen, wenn nicht die Musik? Ja, wir werden uns halt immerhin begegnen und das zwar auf Abstand, aber das Wichtigste ist, dass wir einfach trotzdem so herzlich und freundschaftlich wie sonst auch uns dort sehen und miteinander musizieren können. In diesem Sinne, bis zum 29.10. Hier in Hamburg. Hier in Hamburg. Hamburg!